Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Kanal-Update. Und ich glaube, viele fragen sich, hey, wie geht's denn nun weiter mit dem Kanal? Ja, diese Woche ist jetzt so die erste Woche, wo wir mal wieder richtig Videos rausballern. Donnerstag kriegt ihr noch eins. Sonntag definitiv noch eins, denn wir haben unsere ganzen Pakete zugesendet bekommen von den ganzen Händlern, wo wir bestellt haben für unsere nächsten Openings. Und ich habe dazu das Unboxing bereits aufgenommen und das wird am Sonntag rauskommen. Was wir am Samstag machen, weiß ich noch nicht genau. Ich wollte ja eigentlich eine Yugi-News machen, aber dann, ja, an dem Wochenende ist ja noch ein bisschen mehr los. Es ist ja quasi das Pre-Release. Timing, Opening, Sneak, Wochenende-Thing für Rise of the Duelist. Und wenn das normalerweise stattfindet, muss ich halt Freitag nachts zu Olli und dann Samstag mittags zu Christian. Also da bleibt nicht viel Zeit, überhaupt irgendwas aufzunehmen oder überhaupt irgendwie noch lebendig zu sein. Außer man bereitet das halt sehr gut vor. Mal gucken. Vielleicht machen wir da was, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich gerne wahrscheinlich zu beiden hin. Muss nur gucken. Zu Olli muss ich dann mit der Bahn wahrscheinlich hin. Ja, noch mal gucken, ob wir wieder vernünftig da wegkommen. Aber ich habe ja meinen Faltrad, das ist ja nicht ganz entspannt. Dann komme ich immer zu den Bahnhöfen, zu denen ich will, um dann nachher die Bahn zu kriegen, die ich brauche. Und ja, ansonsten versuchen wir halt da auch uns direkt ein Display zu saven, sodass wir halt auch dann zum Montag, quasi noch vor dem Release, wieder das Opening machen können vom brandneuen Set. Und somit halt entsprechend direkt eins der neuen Sets aufmachen können. Das hoffen wir mal, das klappt das irgendwie. Ansonsten, ich hatte, glaube ich, mal vor einem oder zwei Kanal-Updates darüber gesprochen, dass Konami hier angefragt hatte für eine ganz spezielle Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich das aufgelöst habe, aber das ist leider ins Wasser gefallen. Also ist es aufgehoben für jetzt, aber nicht aufgeschoben. Oder doch aufgeschoben, besser gesagt, ist aufgehoben, aber aufgeschoben. Ist aufgehoben und aufgeschoben. Das nächste, es könnte sein, dass es dann halt ein paar Monate ein bisschen noch dauert, bis wir dann diese entsprechende Zusammenarbeit doch tun. Halt mit anderen Umständen. Nichtsdestotrotz kam Konami auf mich zu, wegen was anderem. Und das wird jetzt auf einmal plötzlich sein. Ich weiß nicht, ob ich das theoretisch schon diese Woche reinpfeffer oder nächste Woche. Ich muss mal gucken, wie das jetzt erstmal alles organisiert wird, weil das war sehr spontan von denen, die mir heute was reingekippt haben. Da dachte ich mir so, okay. Kann man mal gucken. Kann man machen. Würde gerne nur mehr darüber erfahren. Und dann, das finde ich interessant. Müssen wir mal schauen. Also, eventuell liegt da noch einiges mit Konami noch für, so im Stissel für die nächsten Wochen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Was ich auf jeden Fall mache, ist, ich trete so langsam meine Openings los, dass wir so langsam so den Kram hier hinten wegarbeitet bekommen. Weil es kommen ja jetzt noch mehr Produkte ja die nächsten Monate dazu. So kann ich dann so ein bisschen das wieder alles abarbeiten, was heißt, ich habe ein bisschen alles gesammelt. Und ihr vielleicht seht ihr schon, was Donnerstag aufgemacht wird, weil es fehlt jetzt aus dem Set zum letzten Mal. Und so möchte ich so langsam mal auch was davon anfassen. Dann kommen ja wieder Rise of the Duelist dazu und so ein ganzer Kram. Also da werden wir ordentlich was zum Öffnen haben für die nächsten Wochen. Das heißt, Donnerstags Openings sind relativ viel gesetzt. Ich habe auch noch, weiß nicht, wir haben ja in der Abo-Post, in der letzten Abo-Post Reloaded ja auch noch die Booster hier zugesendet bekommen von einem unserer Zuschauer. Ich weiß nicht, ob ich dazu auch nochmal eine separate Abo-Post-Unboxing, Donnerstags-Opening-Thing dazu mache, weil das ist ja halt so schön random, weil da haben wir halt irgendwie koreanische Sachen, was waren das hier, spanische Sachen und auch was Deutsches, also da könnte man irgendwie so ein, das ist ja kein richtiges Random-Pack-Opening, das ist halt wirklich so ein Abo Unboxing-Pass-Thing, weil der hat ja noch mehr zugesendet gehabt, wo ich mir dann aber gesagt habe, Alter, nee, das ist so krass. Hallo? Der hat ja hier so lustige Starter-Decks und den ganzen Kram gemacht. Mal gucken, vielleicht. Ich glaube, die Joey hat er ja auch noch mitgesendet gehabt, so wie den Pegasus. Vielleicht machen wir das auch irgendwie alles in Combo auf. Ich weiß nicht, ob wir da so ein random Opening machen sollen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das irgendwie Sinn macht. Ansonsten noch die Aktion von Custom Playmat, die wir letztes Mal angesprochen haben, die haben die verlängert. Wahrscheinlich auf mein Zutun. Bis zum 31.07. gibt es, glaube ich, 50% auf alle Spielmatten von denen oder so. Oder auf die Custom Playmats. Würde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen, sich sichern. Ansonsten, wenn dann nicht auf alles 50% ist, wisst ihr, RandomRain-15, damit könnt ihr euch nur 15% wenigstens für den Rest euch sichern, der halt gerade vielleicht nicht so in der Aktion ist. Genau, Yugi News, entweder jetzt dieses Wochenende, wobei, wird ein bisschen heavy. Ansonsten, nächstes Wochenende, da steigen wir mal wieder ein und machen mal wieder ordentlich, weil das Set ist ja quasi da. Ich muss nur so ein bisschen wieder in den Rhythmus kommen, wieder ein bisschen Jazz bekommen. Videos fahre ich so langsam wieder hoch, so
jetzt, ne, Donnerstags und Montags Openings. Und dann schauen wir mal, was wir noch so zwischendurch reinkriegen. Wir haben ja jetzt gerade unsere Roomtour gehabt von unserer alten Wohnung. Für alle, die es verpasst haben, können es gerne nochmal abchecken. Und für hier die Roomtour, wie gesagt, wird noch dauern. Ich würde, glaube ich, dem nächsten Kanal-Update werde ich, glaube ich, mal wieder von oben machen, weil ich glaube, den ersten, den wir gemacht haben, war im April oder so. Da war, also es hat sich eine Menge getan seit dem April, aber es hat sich noch nicht genug getan, dass man wirklich sagen kann, hey, da kann man schon drin arbeiten. Nein, das ist auf jeden Fall noch alles im Ausbau, aber ich könnte mal ein kleines Update geben, wie das da oben mittlerweile so ein bisschen aussieht. Und ansonsten, ja, versuche ich mal so ein bisschen langsam in den Groove zu kommen. Ich bin momentan noch dabei, wieder meine Karten einzusortieren. Ich bin ja umgezogen, ich muss die Sachen sowieso irgendwie in irgendwelche Gefäße umdings. Da hatte ich ja noch ganz viele von diesen Megatin-Cases, also was Goldsack und 2018er und 2017er Tins. Und habe die halt alle mit den Tins halt mehr oder weniger so ein bisschen schon vorsortiert und konnte sie jetzt halt quasi ein bisschen nachsortieren. Das mache ich so ein bisschen nebenbei. Das heißt, ich bin so ein bisschen im Game drin, halt zocken tue ich halt momentan halt nicht wirklich. Wir haben uns mit Sören und Daniel halt auch noch nicht so oft getroffen, das muss man auch mal irgendwie gucken, dass wir so ein bisschen reinkriegen. Also dieses Jahr ist halt wirklich so ein bisschen Flaute, was es angeht, aber ich möchte mich davon nicht aufhalten. Ich will auf jeden Fall so, wenn das da oben halt fertig ist, will ich dann so richtig mal attacken. Bis dahin mache ich dich hier so ein bisschen aufgedrehte Sparflamme, wenn man das so richtig nennen kann. So ein Mittelding zwischen dem, wie ich Anfang des Jahres eigentlich anfangen wollte und wie ich eigentlich nächstes Jahr theoretisch vor dem ganzen Kram eigentlich loslegen wollte. Das wird so ein Twitter-Thing sein aus, ich mache viel, ich mache wenig und dann schauen wir mal einfach, was nachher auf dem Tisch landet. Und ja, ihr sollt auf jeden Fall noch mal ein bisschen drauf achten, dass wir ein paar Sammlungen mal rankriegen, oder? Für Gotille Bertil. Und nein, bitte keine Sammlung von euch Zuschauern. Wir würden es gerne selbst irgendwelche raussuchen und finden, ohne das euer Zutun, weil wir machen ja hier keine Ankäufe, sondern wir machen Blind-Käufe und dann gucken wir mal, ob sich das gelohnt hatte oder nicht. Das ist immer ein tolles Erlebnis. Toller Spaß. Ich glaube, das haben vermissen auch viele Leute und das würde ich gerne auch echt wieder mal machen. Vor allem jetzt, wo ich langsam wieder in das Sorting reinkomme. Ich arbeite langsam so ein bisschen Türme weg und dann können auch gerne mal wieder ein paar neue Türme nachkommen. Das war's dann hier von dem Kanal-Update. Das ist so ein bisschen der Plan für die nächsten Wochen. Wir sind jetzt so langsam wieder eingefahren. Ich habe schon einiges Gutes vorproduziert und ich freue mich auf die nächsten Wochen. Was ich noch machen muss, worauf ich euch nochmal alle darauf hinweisen möchte, ja, die Deutsche Post hat es ein bisschen verkackt gehabt Anfang des Monats. Die haben einfach urplötzlich das Postfach gekündigt mit irgendwie einem Monat Vorlaufzeit, aber der Brief, der diese einen Monat Vorlaufzeit hatte, kam erst nachdem die Kündigung durch war. Also die kamen im Juli und da war schon das Postfach irgendwie nicht mehr existent. Ich habe kein Postfach mehr, das heißt, alles, was ich aufs Postfach sendet, wird, glaube ich, irgendwie an meine alte Adresse gesendet, als quasi Nachverfolgung. Und da war da, weil die es auch nicht gibt, geht das wieder zu euch zurück. Ich werde jetzt innerhalb der nächsten Tage ein neues Postfach anmelden müssen. Wir haben noch eine zweite Stelle, die man hier haben kann, wo ich dann wenigstens wieder ein Postfach habe, wo ihr auch was raufsenden könnt. Ich habe auch was fürs Abo-Post-Opening hier. Ich weiß halt nicht, ob das viel ist. Es ist halt ein Karton, aber ich weiß halt immer nie, was genau da so drin ist. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich da was aufnehmen will dazu. Aber falls ihr mir was senden wollt, dann bitte erstmal nur auf die Packstation. Ich werde auch mal die ganzen Beschreibungen meine anpassen müssen. Das sind ungefähr 116 Videos, Abo-Post-Openings und Reloadeds, sodass wir aktuellen Adressen und den ganzen Kram haben, beziehungsweise meinen Link einfach auf die Kanalinfo, weil da steht meistens dann die richtige Adresse. Ja, das kam ein bisschen unerwartet, ein bisschen blöd und ich bin gar nicht dazu gekommen, jetzt in dem ganzen Tohuwabohu das mal wieder neu anzumelden. Das werde ich auch mal machen und falls ihr mir was einsenden wollt, gerne. Ich habe ja gesehen, die letzten Male seid ihr auch wieder sehr verrückt geworden. Bestimmt ist das Paket, was ich da auch habe, auch sehr verrückt. Und ich freue mich so ein bisschen mal wieder, ne, wieder reinzukommen. Ich habe gar nicht so mitbekommen, was die anderen so gemacht haben. Die ganzen anderen YouTuber, YouTuber. Das ist mir alles vorbeigegangen. Also ich war auf einer ganz anderen Schiene, bin jetzt aber so langsam wieder da und freue mich einfach drauf, ein bisschen mehr zu machen. Duelle werden auf jeden Fall nicht gemacht werden, bis wir oben fertig sind, weil ich will die oben aufnehmen, in unserem alten Duell-Ecke mit dem alten Tisch und all dem ganzen Kram. Das machen wir nicht vorher, weil das hier ist es halt nicht drin. Da haben wir halt auch für das Battles of Legend Opening halt jetzt auch erstmal was improvisiert, dass wir es mal auf dem Tisch hatten. Aber für die Duelle, das kann sein, dass das jetzt noch ein, zwei Monate dauert, je nachdem, wie lang das da oben dann ist. Und dann, also mein Ziel ist das vielleicht noch eine Duellserie dieses Jahr zu machen. Wäre auch interessant, weil ich habe überhaupt noch gar keinen Plan, wie ich das mit Resolve mache, weil das letzte habe ich noch mit Premiere Pro gemacht und ich habe überhaupt keine Templates für Resolve. Überhaupt eine Ahnung, wie ich das machen will. Vielleicht machen wir ein neues Konzept, mal sehen. Das war's dann hier von mir. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.